Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute mal ein paar, High-End-Dupe-Fake-Produkte für euch, die ich bei Amazon und eins bei eBay gefunden habe. Schon vor Ewigkeiten bestellt, aber die haben jetzt ewig gebraucht, um bei mir anzukommen. Und ich dachte, ich zeige euch die einfach mal, weil manche von euch interessiert es vielleicht. Ich war einfach neugierig, weil es so ein paar Produkte gab, nach denen ich gesucht habe. Und dann wurden mir auf Amazon einfach unter Kunden kauften auch oder vergleichbare Artikel noch ein paar Sachen angezeigt. Und da habe ich mir ein, zwei Schätzchen rausgesucht, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Und die meisten Sachen waren jetzt alle unter 10 Euro, sogar teilweise unter 7 Euro. Bloß die Paletten, die Palette war, glaube ich, ein bisschen teurer. Ansonsten echt günstig. Ich verlinke euch die Produkte gerne mal in die Infobox, weil ich die Originalpreise jetzt auch nicht mehr weiß. Die wandeln sich auch. Das meiste ist ja eher so China-Import, deswegen die Preise variieren so ein bisschen. Das kann mal so sein. Also es sind keine großen Sprünge, aber die eine Palette war halt mal 12 Euro, dann war sie 11 Euro, dann war sie mal wieder 12 Euro. Also es springt so ein bisschen. Aber ich verlinke es euch in die Infobox und bei Interesse schaut gerne vorbei. Und die erste Palette, die ich mir bestellt habe, ist diese hier. Einfach dieser schlichte schwarze Karton mit diesem Rose goldenen Aufdruck. Hier ist es auch Rose Gold. Ich finde die eigentlich ganz schön gemacht. Spiegel hat sie keinen, aber ich denke, wenn ich sie euch zeige, erkennt ihr sie vielleicht. Na? Jawohl. Die Huda Beauty Palette in Rose Gold hatte ich auch schon in der Hand, als ich bei Sephora war. Ich habe sie mir angeschaut, aber sie hat mich nicht so umgehauen, dass ich gesagt habe, Mensch, 54, 60 Euro, die kannst du dafür bezahlen. Nee, so war es dann doch nicht. Obwohl ich in letzter Zeit immer mehr so ein bisschen auf den Rot-Pink-Geschmack auf den Augen gekommen bin. Deswegen habe ich dann mal geschaut, ob es nicht eine günstigere Alternative gibt. Und tatsächlich habe ich die gefunden. Die hat jetzt, glaube ich, auch 11 Euro gekostet. War also absolut in Ordnung. Und ich finde ja, besonders hier Pink ist eine Hammerfarbe. Oder auch hier Garnet. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie im Original heißen. Aber das sind Farben, die finde ich mega, mega schön. Auf jeden Fall kann man mit der richtig schöne Looks machen. Und wir gucken einfach mal, wie die Pigmentierung ist. Ich finde sie gut. So, das ist jetzt Pink. Also dieser hier. Dann nehme ich mal Garnet. Die sind auch super weich, richtig toll. Ja, und das ist Garnet und der sieht so aus. Also der schimmrige hier. Richtig, richtig schön. Also den finde ich Hammer. Also den habe ich schon benutzt und der sieht so toll auf dem Auge aus. Super. Es sind also wirklich richtig schöne Farben. Upsa. Richtig schöne Farben drin. Ich habe die auch schon verwendet und ich bin damit mega zufrieden. Ich würde nicht sagen, dass es hundertprozentig dieselben Töne sind, aber ich finde, sie ist schon sehr gut getroffen. Und als Alternative, wenn man jetzt sagt, ich möchte gern die Farben nutzen, möchte aber jetzt nicht 54 oder mehr Euro für so eine Palette ausgeben, finde ich, ist die eine echt gute Alternative. Und ich finde die Pigmentierung auch wirklich gut. Und ich bin halt auch jemand, wenn die Pigmentierung mal nicht so 1A ist, dann baue ich halt ein bisschen auf. Dann mache ich das halt. Aber ich finde sie richtig, richtig gut. Für das Geld kann man echt nicht meckern. Und ich bin halt jemand, wenn das eine Palette wäre, die ich täglich nutze und im Dauergebrauch habe, dann ist sie mir auch das Geld wert. Ne, man sieht es ja an meinem Augenbrauenstift von Anastasia. Der kostet ja 29 Euro. Der ist ja wirklich teuer. Aber den benutze ich täglich, dann ist es mir das auch wert. Das nächste Produkt ist ein Huda Beauty Produkt und zwar ein Fake Produkt, würde ich sagen, denn da steht auch wirklich Huda Beauty drauf. Und zwar ist es die 3D Highlighter Palette, beziehungsweise einer davon. Das Bild ist auch originalgetreu, allerdings sind die Originalpaletten größer und ja, die Covers sind ja eher matter, bis auf die holographischen Effekte zum Beispiel auf den Augen. Also es ist schon nicht zu verwechseln mit dem Original, aber ich finde es sehr gut. So sieht sie von innen aus. Ich finde die mega schön. Die gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und ich weiß nicht, was die gekostet hat. 6 Euro? 5 Euro? Ich weiß es nicht. Die war echt nicht so teuer. Und dafür bin ich echt begeistert. Ich swatch euch die mal. Ich bin damit echt zufrieden. Sie sind auch sehr weich von der Textur her. Also ich finde sie mega schön. So. Das sind die vier Farben. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Ich finde die mega schön und die schimmern richtig, richtig toll. Klar, gerade hier noch mit dem Ringlicht sieht es mega aus. Also ich finde es richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die war auch nicht so super teuer und für das Geld mega.
Dann wurde mir unter ähnliche Produkte auch noch was von Kylie Jenner angezeigt, die Velvet Liquid Lipsticks. Und weil ich die Verpackung so schön fand und einfach auch die Liquid Lipsticks an sich so schön fand, habe ich sie mitgenommen. So sehen sie aus und ich finde sie mega schön. Richtig, richtig toll. Zur Haltbarkeit kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber ich glaube, so mega haltbar sind sie jetzt nicht. Aber für das Geld, was die gekostet haben, kann man das jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Aber ich fand sie trotzdem schön und ich wollte sie einfach mal ausprobieren. Das ist Naked. Eine richtig schöne Farbe, aber für mich schon ziemlich hell, muss ich sagen. Dann haben wir noch Birthday Suit. Der ist ein Ticken dunkler. So, das da ist Birthday Suit. Auch eine echt schöne Farbe, wie ich finde. Dann haben wir noch Commando. Der geht jetzt schon ein bisschen mehr ins Roséfarbene. So, das ist Commando. Also ihr seht, es sind alles Nude-Töne, aber der geht jetzt schon ein bisschen mehr in die roséfarbene Richtung. Und der letzte, der ist noch mehr in die Rosé-Richtung, ist Bear. Der ist jetzt schon eher so in die Pink-Richtung, aber immer noch ein Nude-Ton, wie ich finde. Also richtig, richtig schön. Sind echt schöne Farben. So, das ist Bear. Das sind die vier. Ich finde sie richtig schön. Die riechen auch sehr, sehr gut. Irgendwie nach süßer Vollmilchschokolade. Sehr, sehr lecker. Also, gefallen mir sehr gut. Wie gesagt, Haltbarkeit kann ich noch nicht so viel sagen. Ich denke, so mega gut ist die jetzt nicht unbedingt. Aber bei dem Preis kann man das auch nicht erwarten. Ich war einfach neugierig und habe sie mir mal bestellt. Wollte sie mir mal anschauen. Und so für den Kurzgebrauch werden sie auf jeden Fall taugen. Und ich finde sie einfach schön. Und die riechen richtig lecker. So, und jetzt habe ich nur noch eine Palette, denn ich habe tatsächlich nur vier Sachen bestellt. Ich habe auch ein schönes Fake gesehen zur Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Die soll auch sehr, sehr gut sein. Ich habe die Bewertung gelesen, mir die Kundenfotos angeschaut. Soll gut sein, soll auch ein Fake sein, weil es tatsächlich Anastasia draufsteht, soll auch wirklich gut gemacht sein und auch die Pigmentierung soll gut sein. Ich müsste den Link noch finden. Ich kann ihn euch ja in die Infobox setzen. Bei Interesse schaut mal vorbei. Die war auch nicht sehr teuer. Ich müsste jetzt lügen. Hat die 3-4 Euro gekostet? Also auf jeden Fall was man mal riskieren kann. Ich habe sie nicht bestellt, weil ich die originale Palette habe. Ich habe kurz überlegt als Vergleich, aber dann habe ich gedacht, nee, das brauchst du nicht, dann hast du die rumliegen, ist ja auch blöd. Deswegen habe ich sie nicht bestellt, aber ich setze euch den Link mal in die Infobox, dann könnt ihr ja mal selber schauen. Ja, und die Palette, die ich mir noch bestellt habe, ist diese hier. Die habe ich mir bei eBay bestellt, die Desert Dusk Palette von Huda Beauty. Die hat, glaube ich, 4,90 Euro gekostet, irgendein China-Produkt. Und ich war echt neugierig, was mich da erwartet. Denn ich hatte mal eine Palette bestellt, die in die Richtung ging bei Amazon, aber das hat mir nicht gefallen. Da waren nämlich alle Farben, die mich interessiert haben, irgendwie nicht gut getroffen. Gerade der eine war nicht glitzerig, sondern komplett matt. Dafür war der eine glitzerige extrem glitzerig. Aber irgendwie hat die mich nicht so umgehauen. Die habe ich zurückgeschickt. Und dann habe ich mir bei eBay die für 4,90 Euro oder so gekauft. So sieht sie aus. Deswegen würde ich sie auch mal als Fake-Produkt bezeichnen. Denn auch da steht Huda Beauty. Allerdings auch hier wieder komplett glänzend. Das Original ist matt und hat glänzende Effekte. Ich weiß gar nicht, wo. Ich meine, die Steine hier oben. Seht ihr das? Ich muss jetzt mal in das Display schauen. Die Steine hier oben, die Lidschatten, ich glaube, die sind holographisch. Und hier ist halt alles komplett glänzend. Das ist schon ein Unterschied. Und wenn ihr sie aufklappt, hat sie auch einen richtigen Spiegel. Keine Spiegelfolie. Früher war es ja so, dass bei diesen ganzen China-Fake-Produkten immer nur so Spiegelfolien waren. Mittlerweile sind ja richtige Spiegel drin. Und auch diese Huda-Abdeckfolie mit den Augen ist auch dabei. Und so sieht die Palette aus. Ich finde die mega schön. Ich würde auch nicht sagen, dass sie komplett originalgetreu ist, finde ich nicht. Aber es sind richtig schöne Farben dabei. Was mich ja besonders interessiert hat, war Amethyst, Twilight und Angelique. Ich finde, die Farben sind nah am Original. Ich finde sie richtig gut. Allerdings sind die glitzerigen Töne nicht ganz so krass. Also Cosmo zum Beispiel, das ist der hier.
Im Original ist der noch viel glitzeriger. Also der ist richtig holographischer Glitzer, der ist krass. Und auch der Twilight ist hier zwar auch schon glitzerig, der war nämlich in der Palette von Amazon total matt, das hat mir nicht gefallen. Und der ist schon shimmerig und wenn man den ordentlich aufs Auge gibt, hat er auch was von diesem hellblauen Holo-Schimmer. Aber kein Vergleich mit dem Original. Also das Original ist schon krasser. Aber für mich, muss ich sagen, reicht es. Ich finde ihn trotzdem schön. Mir haben sie sehr, sehr gut gefallen, die Farben. Ich habe sie auch schon verwendet. Ich hatte es auch schon mal in den Insta-Stories drauf. Und das hat euch relativ gut gefallen. Also ich finde es richtig schön. Ich kann es euch ja mal swatchen. Zumindest einen Teil. Ich nehme jetzt mal Amethyst. Ich finde auch die Pigmentierung gut, muss ich sagen. Also nicht 100%, aber mir reicht sie komplett. Ne? Also wenn ich ein kleines bisschen aufbaue, reicht es. Und das ist absolut okay für mich. So. Ich hoffe, dass ihr das jetzt gut erkennen könnt. So. So zum Vergleich. Zeige ich euch das mal. Jetzt muss ich aber hier in den Schwenkdisplay gucken. Wir haben hier den Amethyst. Den finde ich super schön. Hier den Twilight und ich finde, man kann es erkennen, dass er durchaus so ein bisschen so einen Holo-Schimmer hat. Das Original ist intensiver, also mehr bläulicher Schimmer, aber er ist schön. Hier ist der Angelique, den finde ich richtig toll und das ist Cosmo. Also der glitzert schon, aber der ist im Original viel, ja, gröberer Glitzer. Also richtig krass, also der ist schon nochmal einen Ticken härter in der echten Palette, aber ich finde die Farben mega schön. Richtig, richtig schön. Und das sind Farben, die ich momentan wirklich gerne verwende, muss ich sagen. Immer mal wieder. Aber es ist keine Alltagspalette für mich. Genauso wenig wie die Rose Goldene. Ist es einfach nicht. Ich finde die Farben schön, aber es wäre jetzt auch keine Palette, wo ich sagen würde, die nehme ich mit in Urlaub. Die hat zwar hier auch so schöne Nude und bräunliche Töne, die kann man schon gebrauchen. Aber trotzdem würde ich das ganze Ding nie mit in den Urlaub schleppen. Einfach weil das sind keine Farben, die ich im Urlaub tragen würde. Jetzt auf die Malediven zum Beispiel würde ich die nie im Leben mitnehmen. Nie. Also niemals. Und das Ding ist halt auch, dass ich zum Beispiel in der Anastasia Modern Renaissance auch schon einige Rottöne habe. Und auch in anderen Paletten. Und jetzt auch in der Rose Goldenen. Ich kann sie nochmal aufklappen. Da sind auch wieder rötliche Töne drin. Und ich muss einfach sagen, ich habe schon vieles in diesen rötlichen Tönen. Und ich hätte mir jetzt einfach nicht für Amethyst, Angelique und Twilight, und das sind so die Farben, die mich am meisten so bam angesprungen haben, 65 € bezahlt für die Palette. Mache ich nicht. Mein Mann hat auch gesagt, wenn du sie unbedingt willst, kauf sie dir. Aber nein, das mache ich einfach nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Weil nein, ist es mir nicht wert, sage ich ganz ehrlich. Die Palette ist mega schön und wenn jemand sie wirklich täglich nutzt und andauernden Gebrauch hat, dann finde ich, kann man das auch mal bezahlen, aber das wäre bei mir nicht so. Ich habe sie jetzt öfter verwendet, einfach weil sie neu ist und weil ich einfach mal total Lust auf Farbe hatte. Das liegt vielleicht auch an einem extrem ätzenden grauen Wetter draußen, keine Ahnung, aber ja, es wäre kein Daily Make-up für mich überhaupt nicht und deswegen würde ich es nicht bezahlen. Aber mit der, die ich hier habe, bin ich mega happy. Also ich finde die super, super schön. Ich finde die gut gelungen und freue mich echt, dass ich sie habe. Wirklich. Richtig, richtig schön. Mega. Bin ich happy. Und die hat, wie gesagt, bei eBay 4,90 Euro gekostet. Und für 4,90 Euro ist das, finde ich, ein mega tolles Teilchen. Ja. Bin ich sehr, sehr glücklich mit. Ja, meine Lieben, das war mein kleiner Fake-Dupe-Haul. Es sind nur diese vier Teilchen gewesen. Aber ich bin echt happy, besonders mit den beiden großen Paletten. Die finde ich mega schön. Habe ich schon verwendet. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und für das Geld echt super. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Originalprodukte habt oder ob ihr solche Fakes auch schon mal ausprobiert habt oder wie ihr sie überhaupt findet, würde mich sehr interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen oder auch über ein kostenloses Abo, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und ja, bis wir uns dann wiedersehen im nächsten Video, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dann, ciao!